Emmett Walsh, der in Filmen wie Blade Runner und Blood Simple durch seine herrlich bedrohliche Präsenz auffiel, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein langjähriger Manager Sandy Joseph bestätigte seinen Tod und sagte, er sei am Dienstag in St. Albans, Vermont, an einem Herzstillstand gestorben. Während er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Nebenrollen spielen sollte, übernahm er eine seltene Hauptrolle als Privatdetektiv Lorraine Visser in dem damals noch unbekannten Film Blood Simple von Joel und Ethan Coens aus dem Jahr 1984. Walsh, der in seiner IMDb mehr als 230 Referenzen vorweisen kann, glänzte in Rollen, die die düstere Seite der Menschheit zeigten, wie zum Beispiel an der Seite von Harrison Ford als bösartiger LAPD-Boss in Ridley Scotts Blade Runner 1982, als zwielichtiger Holzhändler in Brubaker 1980 und als amoralischer Polizeichef in dem Horrorfilm Kritas 1986. Er übernahm auch kleinere Rollen wie den Wachmann in Knives Out und der Maud Mulroneys Vater in My Best Friend's Wedding. In einem Porträt der Elle Weekly aus dem Jahr 2011 wurde der Schauspieler als vollendeter alter Profi im Geschäft mit der zweiten Banane beschrieben. Über 6 Jahrzehnte hinweg habe er in 119 Spielfilmen und mehr als 250 Fernsehproduktionen mitgespielt. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!